Ein paar vorbereitende Bemerkungen zu diesem Mahamudra-Gebet. Es ist eines der berühmtesten Gebete der tibetischen Tradition, aller vier großen Linien im tibetischen Buddhismus. Es stammt vom dritten Karmapa und er schrieb es, als er am chinesischen Ozean saß, auf einer Reise zum chinesischen Kaiser und entsprang aus seiner Kontemplation. Es beschreibt den gesamten Weg. Und worum es jetzt geht heute, ist vor allen Dingen, dass wir uns dem Unaussprechlichen öffnen, dem, was hinter den Worten mitschwingt. Dass wir brauchen die Worte jetzt noch nicht zu verstehen. Darum geht es jetzt nicht in erster Linie, dass wir alles so genau erfassen, sondern uns mehr darauf einlassen, was im Geiste Erwachten mitschwingt, was bei uns als Ahnungen ausgelöst wird, während wir die Worte hören. Es gibt zwei Möglichkeiten für euch, diesen Prozess mitzuerleben. Das eine ist, dass ihr zum Beispiel so wie ich den Text vor euch haltet und still mitlest, während ich ihn laut vorlese. Oder aber, dass ihr den Text beiseite lasst und nur auf die Worte hört. Ich werde immer wieder Pausen machen, damit sich die Wirkung der Worte manifestieren kann in unserem Geistesstrom. Ich muss auch dazu sagen, ich habe dieses Gebet viele hunderte Male benutzt als Basis für meine Meditation. Es ist Teil des Dreijahresretreats bei uns und zu Anfang hat mich der Segen dieses Gebetes so erwischt, dass ich lange brauchte, bis ich überhaupt zum Ende des Gebetes vorgedrungen bin, weil immer wieder der Geist einfach wie aussetzt und immer wieder verweilen möchte in der Dimension, die sich da auftut. Ich werde es aber heute bis zum Ende vorlesen. Geht einfach mit einer großen Gelassenheit damit um. Wenn euch die Worte zu viel werden, meditiert einfach auf das, was hinter den Worten ist. Der Pfad des Strebens nach dem Mahamudra des wahren Sinnes. Namo Guru, Verehrung den Lehrern. Lamas und jedem Gottheiten der Mandalas, Siegreiche und eure Erben, in den 10 Richtungen und 3 Zeiten. Bitte denkt liebevoll an mich und gewährt euren Segen, dass sich meine Pfade des Strebens genauso verwirklichen, wie sie gemeint sind. Mögen die Ströme heilsamen Handelns, die vom Schneeberg der reinen Absicht von mir und all den zahllosen Wesen entspringen, ungetrübt von der dreifachen Fixierung in den Ozean der 4 Körper der siegreichen Menschen. Solange dies nicht verwirklicht ist, wie lange es auch dauern mag, mögen wir Geburt um Geburt in allen Leben nicht einmal die Worte schädliches Handeln und Leiden kennen, sondern uns der Pracht eines Ozeans des Glücks und der heilsamen Handlungen erfreuen. Mögen wir die höchsten Freiheiten und Errungenschaften erlangen und mit Vertrauen, Energie und Weisheit vortrefflichen spirituellen Lehrern folgen, den Nektar ihrer Unterweisungen erhalten, sie richtig anwenden und ohne irgendwelche Hindernisse in allen Leben den edlen Dharma praktizieren.
Das Hören der Texte und logisches Denken befreit uns vom Schleier des Nichtwissens. Das Kontemplieren der Kernunterweisungen vertreibt die Dunkelheit der Zweifel. Und die in der Meditation entstehende Klarheit erhält die Wirklichkeit so, wie sie ist. Möge das Leuchten dieser dreifachen Weisheit zunehmen. Das Wesen der Basis, die beiden Wahrheiten, frei von den Extremen des Ewigkeitsglaubens und Nihilismus. Und den höchsten Weg, die beiden Ansammlungen, frei von den Extremen des Zuschreibens und Leugnens, erlangen wir die Frucht, die beide nutzen, frei von den Extremen des Werdens und des Friedens. Mögen wir diesem Dharma ohne Fehl und Irrtum begegnen. Die Basis der Reinigung ist der Geist an sich, klar und leer zugleich. Das Reinigende ist der große Vajra-Yoga des Mahamudra. Und das zu Reinigende sind die zeitweiligen Makel der Verwirrung. Möge sich die Frucht der Reinigung, der makellose Dhammakaya, offenbaren. Zuschreibungen bezüglich der Basis beseitigt zu haben, ist Gewissheit der Sicht. Diese, unabgelenkt aufrechtzuerhalten, ist der Schlüsselpunkt der Meditation. In allen Aspekten der Meditation geschickt zu entwickeln, ist höchstes Handeln. Mögen wir Gewissheit in Sicht, Meditation und Handeln besitzen. Alle Phänomene sind Manifestationen des Geistes. Und was den Geist angeht, so ist da kein Geist. Geist ist leer von einer Selbstnatur. Erscheint er zugleich ungehindert in jedweder Form. Dies gründlich untersuchend, mögen wir die zugrunde liegende Wurzel durchtrennen. Spontane Erscheinungen ohne jegliche Existenz werden verwirrt für Objekte gehalten. Und spontane Bewusstheit hält sich aufgrund von mangelndem Gewahrsein für ein Ich. Dieses dualistische Haften lässt uns in der Sphäre samsarischer Existenzen kreisen.
merken wir die Täuschungen der Unwissenheit unmittelbar an der Wurzel durchtrennen. Geist ist nicht existent, denn selbst die Siegreichen sehen ihn nicht. Er ist auch nicht nicht existent, denn er ist die Basis von ganz Samsara und Nirvana. Er ist weder beides zugleich, noch keines von beiden, sondern der mittlere Weg der Einheit. Mögen wir frei von Extremen die wahre Natur des Geistes erkennen. Man kann sie durch nichts zeigen, die Natur des Geistes, und sagen, das ist sie. Man kann sie durch nichts widerlegen und sagen, das ist sie nicht. Die wahre Natur ist jenseits vom Verstand, durch nichts bedingt. Mögen wir Gewissheit in Bezug auf das wahre letztendliche Erlangen. Ist dies nicht verwirklicht, kreisen wir im Ozean von Samsara. Ist es verwirklicht, ist Buddha nicht woanders. Alles ist das, nichts ist nicht das. Mögen wir die wahre Natur erkennen, die versteckte Dimension der Basis von allem.
Erscheinen ist Geist, doch auch Leerheit ist Geist. Erkenntnis ist Geist, aber auch Täuschung ist der eigene Geist. Entstehen ist Geist und Vergehen ist Geist. Mögen alle Zuschreibungen im Geist durchtrennt werden. Unverdorben durch absichtsvolles, angestrengtes Meditieren. Und nicht vom Wirbel gewöhnlicher Beschäftigungen aufgewühlt, mögen wir es lernen, ungekünstelt in natürlicher Gelöstheit zu ruhen. Und meisterhaft die Praxis des Geistes zu wahren, so wie er wirklich ist. Die Wellen der groben und feinen Gedanken kommen von selbst zur Ruhe. Und der Strom des unaufgewühlten Geistes sammelt sich natürlicherweise. Frei vom trübenden Schlamm der Dumpfheit und Trägheit, möge der Ozean geistiger Ruhe unbewegt und stabil sein. Immer wieder in den nicht zu sehenden Geist schauend, entsteht intuitive Einsicht, dass, so wie es ist, nichts zu sehen ist und durchtrennt alle Zweifel darüber, was ist oder nicht ist. Frei von Verwirrung möge die eigene Natur sich natürlicherweise erkennen. Die Objekte schauend, gibt es keine Objekte. Sie werden als Geist erkannt. In den Geist schauend, ist da kein Geist. Er ist von Natur aus leer. In beides schauend, ist dualistisches Haften in sich selbst befreit.
Mögen wir den Geist verwirklichen, wie er wirklich ist. Erhellende Klarheit. Frei von geistigem Erschaffen ist dies das große Siegel, Mahamudra. Frei von Extremen ist es der große mittlere Weg, Mahamadhyamaka. Dies alles vereinend wird es auch große Vollendung genannt, Mahaati. Eines erkannt, ist der Sinn von allen verwirklicht. Mögen wir darin Gewissheit erlangen. Frei von Verlangen ist große Freude ununterbrochen. Frei von Haften an Merkmalen ist erhellende Klarheit unverhüllt. Jenseits vom Intellekt ist Nichtdenken spontan gegenwärtig. Frei von Anstrengung mögen diese Erfahrungen unaufhörlich sein. Festhalten an begehrten, guten Erfahrungen befreit sich in sich selbst. Und Verwirrung über schlechte Gedanken klärt sich in der Weite ihrer eigenen Natur. Gewöhnlicher Geist ist frei von Aufgeben und Kultivieren, Vermeiden und Erlangen. Mögen wir Einfachheit verwirklichen. Die Wahrheit, wie die Dinge wirklich sind. Die Natur der Lebewesen war immer schon Buddha. Doch weil sie dies nicht erkennen, irren sie endlos in Samsara. Möge für die Wesen in ihrem endlosen Leid überwältigendes Mitgefühl in mir entstehen. Da überwältigendes Mitgefühl stark und unbehindert ist, zeigt sich in Momenten solcher Liebe unverhüllt die Bedeutung der leeren Natur. Mögen wir diesen unfehlbaren höchsten Weg der Einheit Tag und Nacht üben
ohne ihn je zu verlassen. Mögen Kraft unserer Meditation die Augen und höheren Wahrnehmungen entstehen und mögen wir die Lebewesen zur Reife führen, Buddha-Gefilde kultivieren und die Pfade des Strebens zum Verwirklichen aller Buddha-Dharmas vollenden. Mögen durch das Zuendebringen von Reifen, Kultivieren und Vollenden alle völlig erwachen. Mögen durch das Mitgefühl der Buddhas und ihrer Erben in den 10 Richtungen und durch die Kraft aller wirklich heilsamen Handlungen, die es gibt, die reinen Pfade des Strebens von mir und allen Lebewesen genauso verwirklicht werden, wie sie gemeint sind.